Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute vom Naturteich Imada. Wunderschön gelegen, inmitten der Natur, und unsere regelmäßigen Blogzuschauer haben es vielleicht öfters schon mal gesehen. In der Vergangenheit immer Magic Pond bezeichnet, weil Magic aus dem Grund, weil er eigentlich immer das zurückgegeben hat, was man in ihn reingesetzt hat, und weil sich die Fische dort hervorragend entwickelt haben. Also früher in den 90er Jahren, 2000ern, ist, glaube ich, nie irgendein Koi gestorben. Jetzt kann man natürlich fragen, woran liegt es, weil hier sind unsere ältesten Gosanke drin. Und es ist sicherlich, der Teich ist jetzt nicht magisch, aber wahrscheinlich hat es mit dem Alter der Fische zu tun, dass man sagen kann, wenn es ein Koi mal geschafft hat, auf 85, 90 Zentimeter zu wachsen, der hat ja so viel erlebt in seinem Leben. Die Tiere sind ja 7, 8, 9 Jahre alt. Und wenn sie dann mal über so einen gewissen Punkt drüber sind, dass man dann sagen kann, ja, jetzt werden sie auch noch viele, viele Jahre weiterleben. Wir sind hier, wie gesagt, mitten in der Natur, und die Geschichten, die Unfälle, nicht Unfälle, aber die Vorfälle mit Bären häufen sich. Also wir haben jeden Tag fast auf irgendeiner Überwachungskamera haben wir Bärenattacken auf unsere Futterautomaten, und ich bin letzt mit Christian, mit unserem Dienstältesten, im Auto gefahren und plötzlich kommen Nachrichten und dann sagt er, oh! Und da ist in Japan auf dem Golfplatz tatsächlich ein Golfer von einem Bär angefallen worden. Wir haben heute 4 Kunden dabei. Wir haben ihn gestern, ich meine das jetzt im Ernst, haben wir gesagt, das ist hier auf eigene Verantwortung. Wir wissen nicht, was hier passiert. Wir gehen natürlich nicht davon aus, dass was passiert. Das ist jetzt nicht grob fahrlässig, was wir hier machen. Aber als wir gerade hergefahren sind und geparkt haben, habe ich zu ihm gesagt, also das Wichtigste, das Allerwichtigste, wenn ihr einen Bär seht, einem Bär begegnet, zur Sicherheit, sagt mir bitte als erstes Bescheid, dass ich rennen kann. Heute können wir uns auf ganz außergewöhnliche Koi freuen. Auch viele alte Bekannte, eigentlich alles alte Bekannte. Und da ist ein Showa zum Beispiel dabei, der ist jetzt über 90 cm. Und da ist es so, wie geht jetzt dieses Ding wieder? Da ist es so, moin moin Dide. Moin moin Dide. Jürgen. Kuranishi hatte gerade schon Arbeitsunfall, plötzlich. Moichi to shite kudasai. Yatte kudasai. Ana video no tame. Ich habe gesagt, er soll es nochmal machen. Hier sieht man es noch, der ist hier abgerutscht. Ja, das ging aufs. Das ging so und dann lag er da unten. Es ist nichts passiert, darum können wir jetzt drüber lachen. Daijoubu? Daijoubu desu. Kegashita? Kegashita desu. Yokatta. Also, ist nichts passiert. Und diesen Showa mit über 90 cm hat mir Makoto heute Morgen ganz stolz erzählt, dass er den dieses Jahr schon gezüchtet hat. Und den werden wir Ihnen natürlich vorstellen. Und hier unten schwimmen die Schätze. Aber sieht das nicht geil aus? Also Imada ist einfach ein Weltklasse-Teich. Wir sind bei blauem Himmel in Hiroshima losgefahren. Und dann fährt man ganz da hinten, fährt man über den Berg. Hier sieht man jetzt die Sonne. Und nach dem Berg war es plötzlich wolkig, aber ist das nicht? Das ist doch Romantik pur. Wow. Also hier hinten haben wir einen Schutz. Aber das ist kein Bärenschutz, sondern das ist ein Wildschweinschutz. Weil ein Bär muss da kein Stabhochspringer sein, um da drüber zu kommen. Ja, und hier unten sind unsere Schätzchen. Und warten nur auf uns. Da hinten Goromo. Alter Bekannter. Hier der Golden Karashi. Und? Wo ist er jetzt hier? Mega, 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 mega geil. Ich wundere mich gerade über den Zanke. Der hatte letztes Jahr ein richtiges Problem, dass der noch hier ist. Ich gleich mal Makoto fahren. Also überwiegend Gosanke, aber hier hinten sehen wir auch einen Ojiba. Wir sehen ein Kutschaku ganz hinten, und in Summe sieht alles sehr, sehr geil aus. Dieses Bild finde ich gerade besonders schön. Da könnte man doch ein Poster draus machen, oder? Träumchen. So. Wir werden heute auch Steffen im Naturteich sehen. Ihm werde ich meine Warthose übergeben. Moin, moin. Völlig unbeeindruckt. Hallo, Agustinus.
How are you doing? Also, Agustinus kennen Sie auch aus Indonesien. Ihr Fischen, Imada, Customers Koi? Nein, also, sind wahrscheinlich gar keine Kundenkoi drin. Agustinus hat auch keinen. So, dann geht's auch gleich los. Also, hier startet jetzt dies, das. Steffen macht sich für seinen Einsatz bereit. Er wird in den Naturteich gehen. Was hast du für eine Schuhgröße normalerweise? 45, okay, das passt ungefähr, das ist 35. Wir sagen immer, ein Zehnerschritt, eine Zehnerpotenz geht immer. Nee, die passen sich irgendwie an. In warmem Wasser passen sie sich schneller an als in kaltem. Anomiso ga nando kurai? Kochiwa? Also 14 Grad, da passt sich gar nichts an. Er telefoniert immer noch. Hat irgendwie ein ernstes Gespräch, hat mal wieder völlig den Humor verloren. Ohio! Ohio! Hier oben unsere Kunden. So, das letzte Bild fürs Familienalbum. Also du kannst die Trägerlänge auch verstellen, dann spannt es nicht ganz so arg. Du siehst aus wie eine Gazelle, oder wie heißt es hier mit dem Rüssel? Nein, das wird lustiger, als ich glaube. Imada ist auch nicht ganz so einfach, da drin rumzulatschen. Oh, die Sonne kommt raus. Jetzt empfehle ich dir fast noch, deinen Pulli auszuziehen, weil sonst ist das nachher alles patschenass. Da ist ein Koi drauf. Also sowas Ähnliches. Das ist ein richtiger. Das ist ein richtiger? Okay, let's go. Außerdem ist das viel zu schön. Das ist viel zu schön, sagt Brigitte. Darf nichts passieren mit dem Koi. Und mach deine Träger ein bisschen länger. So, da gucken wir jetzt nicht zu. Übrigens ist ein Zanke verloren gegangen, hat mir gerade Akimoto gesagt. Sehr, 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 sehr schade. Ha? Verstorben. So. Zieht sich wieder wie Kaugummi die Veranstaltung hier. Meine Güte. Dieter verschränkt die Arme. Das ist interessant, wenn man einfach mal schweigt und guckt, was passiert. Oh, jetzt wird es gefährlich. So, hier hat es jetzt gefühlt mehr Menschen im und am Teich als Koi. Im Teich. Und Steffen unten ist eifrig am Helfen, das Netz zusammenzuziehen. Makoto hatte gerade ein langes Gespräch mit seinem Vater telefoniert. Und da ging es um einmal mehr um die Bären, weil sich das Hiroshima TV, die Fernsehstation, dafür interessiert, weil sich die Fälle hier häufen, dass es Übergriffe von Bären gibt. Und jetzt haben die ein bisschen Schiss, dass Stimmen laut werden, dass die Koi, dass die Bären von den Koi angezogen werden, dass also die Bären hier in die Gegend kommen, weil sie den Koi nachstellen wollen. Und jetzt ist die Angst da, dass dann quasi die Bauern nicht mehr möchten, dass Koi in die Naturteiche gesetzt werden. Jedes Jahr einen anderen Scheiß, kann man anders nicht sagen. Aber jetzt hoffen wir mal auf das Beste. Hier Agustinus ist auch am Film. Und in ein paar Minuten sehen wir dann die Ernte. Steffen verhält sich noch verdächtig am Rande. Hier vorne ist der Schlamm auch ziemlich tief. Da haben schon öfters mal Kunden festgesteckt.
Ich hoffe jetzt, dass man trotz des kleinen Notstromaggregats hier noch was hört von dem, was ich sage. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. So, die ersten Brücken sehen wir. Hier ist es richtig rutschig. Ja, ich mach das nicht wirklich. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie die Bärengeschichte hier so ausgeht. Akimoto mit einem Shirobeko. Ciao, due! Beko, misete kudasai! Ja, Lasanke. Sicherheit. Über 10 Jahre alt. Und muss man auch ehrlich sagen, Steffen hat gerade gefragt, stehen die Fische zum Verkauf? Ja, tun sie, aber in den Preisklassen, muss man ganz ehrlich sagen, da werden natürlich nur noch sehr, sehr wenige Koi verkauft. Und nicht nur bei Konishi, sondern überhaupt. Also das Hauptgeschäft der Koi-Züchter sind die Tosai und die Nisai. Ein paar Sansei, ein paar Yonsei. Hättest du dir das alles so aufwendig vorgestellt, Steffen? Naja, schon, von den Blocks her, ja, dass man gesehen hat. Aber dass das so schwer ist, in dem Schlamm, in dem Mattbraun zu laufen, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Weil du kommst kaum vorwärts. Jetzt weißt du, warum ich das vermeide, wenn immer es geht. Jetzt weiß ich, warum du mir gleich die Hose greifst. So. Die ersten drei sind verpackt. Steffen ist wieder im Wasser. Also die Koi gesehen hat, konnte er sich dann doch nicht zurückhalten. Hat sein Glück nochmal versucht. Aber man unterschätzt es ganz gewaltig, was es heißt, hier im Naturteich zu laufen. Irere na Koi mishite kudasai. Kimoto zeigt uns mal ein paar von den Boliden. Wahnsinns Kohaku. Geiler Ochiba. Kyujuaru? Nein. Also. Akimoto geht davon aus, dass der Ochiba 90 hat. Hey! Sehr geiles Tier. Shirobeko. Also heute sind wahrscheinlich so ziemlich alle Koi über 80. Etliche auch über 90. Etliche ist jetzt natürlich relativ. Aber man darf auch nicht vergessen, ein Gosanke über 90 ist was ganz anderes. Ein Gosanke über 90 ist wie ein Karashi über 1,5 Meter. Nicht über 1 Meter, wie über 1,5 Meter. Und das ist schon ziemlich brachial. Mischte? Mischte? Ah, den hatten wir vorher schon. Hokano? Ikoshiste? Genialer Sanke. Noch ein geiler Sanke auch. Ano Sanke wa nansai, chusai kurai, ne? Kotoshi kyusai. Also dieses Jahr 9 Jahre alt. Nicht die beste Zeichnung, aber eine geniale Qualität, ein genialer Körper.
gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Einfach ein schönes Bild mit den Bambuswäldern im Hintergrund. Und wenn du jetzt gleich noch so ein Ding nach mir wirfst, ist ja der Teufel los. Dann brennt der Baum hier. Oder der Bambus. Steffen mit seiner Körpergröße von, wie groß bist du, Steffen? 1,90? 93. Ragt raus wie ein Leuchtturm. Also ich kann dir versprechen, du bist auf jedem Bild, weil du ragst so dermaßen hier drüber raus. 1,70 Meter steckt im Schlamm, sagt er. Und wie ist deine erste Naturteicherfahrung? Ist geil, gell? Sehr, sehr geiler Sanke. Ich schieße jetzt mal noch ein paar Bilder. Nachher gucken wir oben im LKW. Hey, grüß an immer Madeno Kekavado. Ich das ja. Marco? Hey, sonst das. Und zu der Kette. Also, das Ergebnis bislang ist super, sagen Sie. Wir haben hier jetzt eine scheiß Lichtsituation. Boah, Uchibaba. Kakui, ne? Kyuji Icho? Ja. Boah, no sanke wa subarashi. Der Maruten-Sanke ist spitze Sektor. Die Sanke sind genial. Beko sind super. Richtig genial. Nein, Piki Kurai, Kyuji Icho. Kohiki, also 5 Stück sind über 90, sagt er. Gucken wir mal, was es als nächstes gibt. Oh, ne? Hey, Ochiba. War immer okay, ne? Sehr geil. Hey. Jose. Wakai hito no tam. Wow. Chotto matte. Chotto matte. Mada wakai, ne? 6 歳 ?5 歳 ?6 歳 ?7 歳ぐらい。6歳。Schauen Sie sich das an. Jetzt putzt er den noch. Der hat den Fisch geputzt. あなたは今、鯉をクリーニングして。はい。Schauen Sie das an. 今まで一番いいやつね。Bisher der Best. Boah! もう一度。ちょっと待って。あの写真を撮りたい。Da muss jetzt noch ein Bild machen. So, jetzt kommt gleich der nächste geniale Sanke. あの Sanke muss super らしい。あ、それも前の。Jetzt hat er den falschen umgesetzt. 本当に間違えました。ほんまめんどくさい。ほんまね。はい。いつも返品。もうほんま。ほんま。So, 5 Stück kommen noch. Und nur Makoto weiß, wie hoch der Wert in dieser Kiste ist. Also, kann man auch ganz ehrlich sagen, die besten Tiere hier kosten viele 10.000 Euro. Aber das sind halt eben die wenigen, die nicht nur potenziell auf 90 wachsen können, sondern die es dann auch tatsächlich geschafft haben, dabei ihre Farbqualität mitgenommen haben. Übrigens, die Farbqualität mit in die Größe zu nehmen, ist sehr viel schwieriger als die Größe an sich zu erreichen. Oh, Kokui, schau mal. Das ist schon eine Autorität. Beide absolut genial. Also es ist leichter für einen Koi auf Größe zu wachsen,
als die Qualität zu halten. Und da muss man auch ehrlich sagen, ein Sanke oder ein Showa, der muss natürlich beide Farben halten. Das reicht nicht, wenn man nur ein geiles Schwarz hat, sondern da gehört beides dazu. Tschüss, der Mischte. Schön, schön, da rein, ne? Hocken aber. Kann da dein Jobu, Anna Sanke? Und hier, Gromo. Auch hier. Nicht schmutzig geworden, nur ganz leicht. Karashi Groma. Immer tschüss sein, ne? Tschüss sei. Nukurai. Also, Kyusei. Ja, immer tschüss sei. So, und traditionell der letzte Koi des Abwischens. Gucken Sie die Menschenmasse an. So wie am Oktoberfest. Und über 100 cm. Deutsch Karashi. Uchino Koi. Uchinokoi. Also, Deutz Karashi, der noch im Besitz der Konishi Koi Farm ist. So, Nietzsche! So. Ja, gut, schon, ne? Goroku. Ich habe jetzt ihn gefragt, er hat gesagt 1,2 Meter, 1,3 Meter. Dann habe ich ihn gefragt, er hat gesagt 1,2 Meter, 1,3 Meter. Ja, Kugo Aru, jo. Kyono Ichiban Isakana wa? Sanke, ne? Also von allen war der Sanke, den wir vorher so ausführlich gezeigt haben, der beste. Richtig genial. Zenbu no keka wa? Ore wa chotto ni bani detta. Also ich habe gesagt, Oyagoi ga nanpiki kyo? Oi. Also, heute handelt es sich Chupiki icho? Also, es werden überwiegend Mochota Akete Kudasai. Es sind hier überwiegend Elterntiere drin. Und das ist das, was wir jetzt schon öfters erzählt haben. Boah, an der Shuba Moyogata, ne? Boah. Kyuchi Icho, ne? Also, der hat über 90. Chotto ano aoi yatsu wa tatte. Ano kuchaku mo subarashii. Also das ist jetzt Amazu Plus. Amazu Plus. Also. Schauen sich die Koi an. Chotto sanso tatte. Das ist krank, gell? Wahnsinn. Metric. Das ist wirklich krank hier. So oder so. Watashi wa bigurishimashita. Ima mittara. Watashi wa hontoni bigurishimashita. Mata ikiteru. Also dieser Sanke hier, habe ich mich gerade wirklich gewundert. Er hat letztes Jahr im Winter so eine fürchterliche Kondition bis Ende November bekommen, dass ich mir sicher war, dass ich den nicht mehr sehen werde. Und ich habe gerade vorher gedacht, ich sehe ein Gespenst, als der wieder hier im Teich war. Und Makoto hat gerade auch gesagt, dass er sich komplett erholt hat. Der ist auch brutal. Das ist, man kann auf, leider auf dem Video kann man Größe, Geschwindigkeit, Höhe, habe ich schon tausendmal gesagt, kann man nicht rüberbringen. Aber das, was man hier sieht, sagen wir einfach, gehen Sie davon aus, der Deutz Karashi hat 1,25 Meter und dann haben Sie ein Maß, wie groß die anderen sind. Nein, der hat 1,5 Meter. Ja, Gugo Aru, jo? Nein. Aru! Nein. Aru! 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 Ja, ich habe gesagt, er hat 1,5 Meter und die sagen, nein, 1,2 Meter, 1,3 Meter. Und dann sagt er da, wenn er ihn misst, hat er nur 1,1 Meter. Er...
Unfassbar. Der Schuh war hier? Ja, kekko omodakatta no. Nanka sugoi takimika. Dekkai yo. Zenbu no koi issho ni ikura? Kau no. Kau no? Kau no. Uru yo. Kanocho kaitai. Kau no. Ich habe gerade gefragt, was kosten die alle zusammen? Und dann fragt Makoto, ob ich die kaufen will. Dann sage ich, nee, Daniela hat gefragt. Daniela, okikimasta. Oh, jetzt kriegen wir plötzlich gute Laune. Er meint, jetzt müssen wir mal rechnen. Also ich schätze den Wert hier. Boah, wahrscheinlich. Ich hau jetzt mal einen raus, über eine 500.000 Euro, wenn man die jetzt wirklich alle, wenn die alle zum Verkauf stehen würden und verkauft werden würden. Sono saisto hinshitsu no private no ikke ga sekai ju arimasu ka? Mita koto wa nai desu kedo. Sore so ne. Ich habe gerade gefragt, ob es wohl auf der Welt irgendwo einen Teich gibt mit dieser Qualität und dieser Größe an Koi, also dass die selbst Goromos über 90 sind, die Kuchakus, die Kohaku, die Showa und dann die Größe und die Qualität, ob es das auf der Welt wohl irgendwo gibt, dann sagt er, er hat es noch nicht gesehen und wahrscheinlich gibt es das auch nicht. Weil man darf nicht vergessen, dass es aus 10 Jahren jeweils immer das Beste und das, was gut geblieben ist und was nicht abgebaut hat. Also, honto ni damen na koi mo? Nein, ne? Und ich sage gerade, es ist auch kein Koi dabei, wo man sagt, der hat jetzt abgebaut oder... Ist dir was aufgefallen? Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist unglaublich schön. Das ist wirklich unglaublich schön. Ein 1,5 Meter Deutz Karashi. Und 1,5 Meter hat er nicht. Shinji ra re nai. Ne? Minasan, domo arigato gozaimashita. So, jetzt gibt es noch Standing Ovations. Steffen, dir auch vielen Dank fürs Mithelfen. Homani hachimete, ne? Voll geil. Also, wir schauen uns die Fische nachher im Detail im Shop noch an.